Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade in Los Angeles und es geht heute um die Nikon Z7. Meine Gedanken dazu, ich werde nicht großartig technisch drauf eingehen, sondern eher vielmehr, wie ich die Kamera im Alltag benutze. Viel Spaß! Kurzer Disclaimer natürlich vorneweg, muss ich sagen, diese Kamera wurde mir von Nikon zur Verfügung gestellt, dass ich sie testen kann. Ich werde für das Video nicht bezahlt, ich kann meine freie Meinung dazu äußern und ich muss die Kamera natürlich danach auch wieder zurückschicken, aber nur, damit hier völlige Transparenz herrscht. Die Z7, die ich jetzt hier in der Hand habe, ist die erste spiegellose Kamera von Nikon und ich war natürlich sehr gespannt darauf, weil bisher arbeite ich ja mit der DSLR-Kamera, der Nikon D850. Die ist natürlich sehr, sehr schwer. Im Gegensatz dazu ist das hier schon wesentlich leichter. Und natürlich ist mir auch bewusst, dass Nikon hier nicht das Rad neu erfunden hat. Natürlich ist Sony Vorreiter. Allerdings muss ich persönlich sagen, ich als Nikon-User habe mich immer so ein bisschen vor einem Systemwechsel gesträubt, da der doch relativ teuer ist. Die Z7 ist eigentlich relativ ähnlich zur D850. Außer, dass sie noch ein paar mehr Funktionen hat und wesentlich kleiner und leichter ist. Für mein Empfinden ist der Dynamikumfang noch mal ein kleines bisschen besser geworden. Und natürlich gerade ganz wichtig für mich, die Z7 und auch die Z6, die haben endlich richtig vernünftige Videofunktionen. Wir haben endlich einen vernünftigen Autofokus, der sogar Gesichtstracking mit dabei hat. Und seit dem Update im Mai gibt es sogar Eye-Tracking. Das allerdings nicht in der Videofunktion, sondern nur im Fotobereich. Was außerdem neu ist bei den neuen Nikon-Kameras, ist das neue Bajonett. Wenn ich das jetzt hier mal abnehme, du siehst es schon, das ist ein wesentlicher Unterschied in der Größe. Es ist jetzt also wesentlich größer und damit ist es jetzt möglich, dass wir Objektive bekommen, die eine wesentlich größere Blendenöffnung haben. Zum Beispiel gibt es ja jetzt das Objektiv mit 58 mm und einer Blendenöffnung von 0,95. Eine Sache, die ich auch noch richtig klasse finde bei den Systemkameras, ist der elektronische Sucher. Wir haben jetzt zum Beispiel heute hier einen sehr sonnigen Tag. Und da ist es immer relativ schwierig, auf dem Display das Bild kontrollieren zu können. Durch diesen elektronischen Sucher kann ich aber auch, nachdem ich das Foto ausgelöst habe, das Foto durch diesen elektronischen Sucher beurteilen. Ich kann ranzoomen und das ist natürlich besonders toll, weil ich dann jederzeit die Möglichkeit habe, ohne diesen ganzen Lichteinfluss von außen das Bild vernünftig beurteilen zu können. Eine Sache, die ich jetzt aber wirklich kritisieren muss, ist die Akkulaufzeit. Es ist natürlich so, wenn man von einer DSLR auf eine spiegellose Kamera geht, dann hat man immer das Problem, dass der Akku deutlich weniger durchhält. Bei meiner Nikon D850 würde ich jetzt mal so schätzen, kann ich 2000 Auslösungen machen. Naja, vielleicht 1500. Hier sind so um die 400 Bilder, vielleicht 500, je nachdem, was man macht, ob man auch Video noch zwischendurch macht und so weiter. Aber man merkt schon eindeutig, dass der Akku wesentlich kürzer hält als bei der D850. Im Endeffekt ist es jetzt nicht so das große Problem, weil einen Akku, einen zusätzlichen, kann man sich immer noch mit in die Tasche packen und so teuer ist er auch nicht. Aber natürlich muss man es trotzdem erwähnen. Wie von Nikon gewohnt, haben wir hier wirklich eine tolle Haptik. Ich kann die Kamera sehr gut anfassen. Hier der Griff für die rechte Hand sitzt eigentlich richtig gut. Natürlich ist er ein bisschen kleiner als bei so einer richtigen DSLR, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich die Kamera gut und sicher in der Hand habe und hier eigentlich nichts schief geht. Außerdem ist das Ding wetterfest, also man kann hier wirklich auch im Regen gut fotografieren. Habe ich alles schon getestet, ist kein Problem. Also die gewohnte Qualität von Nikon hat man hier auf jeden Fall auch weiterhin gegeben. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wenn es ein neues Bajonett gibt, kann man die alten Objektive noch benutzen? Und wahrscheinlich wisst ihr es auch schon, aber ich möchte es in dem Video trotzdem nochmal erwähnen. Ja, man kann. Alles, was man dafür braucht, kriegt man inklusive mit dazu. Inzwischen, ja, also vorher, vor ein paar Monaten, musste man sich diesen Adapter immer noch extra dazu kaufen. Inzwischen hat Nikon gesagt, wir packen diesen Adapter mit zu der Kamera dazu. Was ich auch wirklich gut finde, weil ich finde es absolut schwachsinnig, dass man sich nochmal extra einen Adapter dazu kaufen muss. Finde ich jetzt gut geregelt, dass der mit dabei ist. Und mit diesem Adapter kann man alle älteren Objektive mit dem F-Mount von Nikon ganz normal benutzen. Der Autofokus funktioniert wirklich eigentlich auch genauso gut mit diesem Adapter. Also man kann eigentlich nicht wirklich was zu meckern finden. Von daher werde ich das Ganze jetzt einfach mal hier anschauen und dann siehst du mal, wie das Ganze aussieht. Jetzt habe ich hier zum Beispiel mein Nikon 14 bis 24 mm, was ich ja sehr, sehr gerne gerade in der Landschaftsfotografie benutze.
Und das kann ich jetzt durch diesen Adapter ganz normal an der Z7 auch benutzen. Du siehst, es ist relativ einfach. Natürlich, jetzt so einen kleinen Nachteil in Anführungsstrichen hat man. Man hat hier quasi diesen Adapter noch mit dazwischen. Bringt noch mal ein bisschen mehr Gewicht. Ich glaube, so um die 100 bis 150 Gramm wiegt das Ding. Nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Aber man hat natürlich damit auch ein bisschen mehr Länge. Aber so insgesamt muss ich sagen, ja, funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Und ich kann jetzt hier ganz normal fotografieren. Ich habe ganz normal den Autofokus, wie ich es gewohnt bin, auch von der D850. Kann ich ganz normal verwenden. Also das funktioniert wirklich richtig gut. Auch dieser Adapter ist wetterfest. Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei den Adaptern, wenn man damit arbeitet, dass die meistens eigentlich nicht wetterfest sind. Bei Nikon ist das aber der Fall. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Also man kann damit auch wirklich nach Island fahren, du kannst nach Norwegen fahren, sonst wohin, auf die Färöerinseln. Wenn du Bock hast, nächstes Jahr Färöerinseln-Workshop, kannst du dich auf meinem Online-Store noch anmelden. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, man kann damit wirklich in die Landschaft gehen und man kann damit Bilder machen, ohne dass man Angst haben muss, dass die Kamera kaputt geht. So, jetzt habe ich doch eine ganze Menge über die Technik erzählt, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, dass ich das nicht machen will. Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu gelangweilt gewesen bis hierher, weil diese Informationen gab es natürlich auch schon in anderen Videos. Worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, möchte ich mir diese Kamera kaufen, beziehungsweise würde ich sie dir empfehlen. Wenn du Nikon-User bist und bisher mit einem Systemwechsel ja nicht wirklich d'accord gegangen bist, weil es halt zu teuer war, dann ist das jetzt natürlich die optimale Gelegenheit, dass man auf Systemkamera umsteigen kann. Wie du gesehen hast, kannst du deine alten Objektive weiterhin damit verwenden. Von daher brauchst du dir da keine neuen zu kaufen. Und das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Was ich aber definitiv sagen würde, was dagegen spricht, zum einen, die Kamera ist relativ teuer. Ich weiß jetzt gerade nicht den aktuellen Preis ganz genau. Das schwankt auch immer so ein bisschen, aber sie kostet um die 3000 Euro, was natürlich schon eine ganze Menge Geld ist. Die Z6, die gibt es wesentlich günstiger, da ist der Unterschied, dass sie eine geringere Auflösung hat. Also die jetzt hier hat um die 46 Megapixel und die Z6 hat glaube ich 24 Megapixel. Aber da ist halt einfach die Auflösung geringer. Je nachdem, was du machst, ob du wirklich professioneller Fotograf bist oder vielleicht einfach nur Hobbyfotograf, würde ich wahrscheinlich eher zur Z6 tendieren. Denn die Auflösung ist natürlich nicht alles und von daher würde ich behaupten, dass die Z6 vielleicht die bessere Kamera tatsächlich ist als die Z7. An sich würde ich die Z-Reihe von Nikon aber auf jeden Fall empfehlen. Es kommt halt wirklich darauf an, in welchem Bereich du arbeitest. Man hat hier übrigens, habe ich noch gar nicht erzählt, auch noch ein Klappdisplay. Das funktioniert auch ganz gut. Was ich hier allerdings wieder schade finde, und das ist ja auch so ein Ding, da regen sich eigentlich alle drüber auf, ja, dass man dieses Display nicht wirklich zur Seite klappen kann, wie man es vielleicht von Canon oder so gewohnt ist, dass man sich zum Beispiel mal selber filmen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, also man kann jetzt hier den hier machen. Ich kann also ja auch so ein bisschen nach oben gucken. Und ich kann so nach unten gucken, wenn ich von unten fotografiere, aber mehr halt nicht. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, denn so an sich, auch gerade mit der Videofunktion und so weiter, wäre die Kamera eigentlich optimal, um sich auch mal selber zu filmen, um vielleicht einen Vlog zu drehen oder so. Ja, so braucht man im Endeffekt immer einen zweiten oder einen externen Monitor, um sich da in der Kamera zu sehen. Jetzt haben wir aber mal genug über die Theorie gequatscht. Jetzt denke ich mal, ist es wichtig, dass wir noch ein bisschen in die Praxis gehen. Ich werde jetzt mal ein paar Bilder mit dieser Kamera machen. Ich werde dir auch ein paar RAW-Dateien zur Verfügung stellen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dann kannst du einfach selber sehen, wie die Kamera die RAW-Dateien verarbeitet, wie die RAW-Dateien aussehen, wie du sie bearbeiten kannst. Wie gesagt, ich finde den Dynamikumfang sehr, sehr gut. Aber mach dir selber ein Bild davon. Ich denke, das ist das Beste. Ich kann dir hier erzählen, was ich möchte. Ja, das ist einfach nur mein persönlicher Eindruck. Mach dir selber ein Bild davon und wie gesagt, lad dir die RAW-Dateien runter. Und als zweites möchte ich natürlich dir auch noch die Videofunktion ein bisschen genauer in der Praxis zeigen. Wir können hier mit 4K filmen, was ich super finde. Ich habe bisher immer nur in Full HD filmen können mit meinen Kameras. Und von daher werde ich jetzt an dieser Stelle dir auch noch mal ein bisschen Video-Footage einblenden. Was da auch noch mal ganz wichtig zu sehen ist, achte mal darauf, wie die Kamera tatsächlich auf das Gesicht jedes Mal wieder fokussiert. Also der Autofokus funktioniert sehr, sehr gut. Ich laufe jetzt einfach mal auf die Kamera ein bisschen zu, wieder ein bisschen weg und du siehst, dass hier das Gesicht die ganze Zeit dabei scharf bleibt.
So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest so ein paar Eindrücke gewinnen von der Z7. Ich werde mir diese Kamera definitiv demnächst kaufen, allein schon aus Gewichtsgründen, weil mit der D850 natürlich eine super Kamera, aber wenn man viel damit unterwegs ist und gerade viel in der Natur unterwegs ist, dann ist die auf Dauer schon echt schwer hinten auf dem Rücken. Und von daher probiere ich jetzt alles ein bisschen leichter zu machen und dadurch, dass Nikon jetzt diese Z-Serie rausgebracht hat, ist es für mich auch endlich möglich und ich muss keinen Systemwechsel mehr vornehmen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Wenn du es noch nicht abonniert hast, abonniere auch meinen Kanal. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.